Der österreichische Maler Peter Sengl begeistert und provoziert seit mehr als 40 Jahren mit seinen fantasievollen und farbgewaltigen Bildern. Zum 70. Geburtstag widmet ihm das Leopold-Museum in Wien ab heute eine große Retrospektive, die sich mit den vielen Facetten des Künstlers auseinandersetzt. Sie sind gefangen und verletzt, tragen Krücken und Prothesen, wie Menschen und Tiere in Peter Sengls sinnlichen und sarkastischen Bildern. Er malt, was er schön findet, zum Beispiel Totenköpfe und Skelette, lässt sich für seine collageartigen Motive von Fotos aus Zeitungen und Magazinen inspirieren. Ich habe kein Konzept, bevor ich ein Bild beginne. Ich weiß ja, wenn ich anfange, fast nie, wie es ausschaut. Nicht? Und dadurch lasse ich mich treiben und das ergibt sich dann. Nicht? Deshalb gibt es auch keine klare Aussage von Hause, wo ich sage, ich will das sagen und das muss das Bild dann halten. Das gibt es bei mir nicht. Ne? Für seine jüngsten Arbeiten, die eigens für die Retrospektive entstanden sind, nahm Sengl Meisterwerke aus der Sammlung Leopold als Vorlage. Von Oskar Kokoschka bis Egon Schiele. Im Bildvordergrund hat sich Sengl selbst gemalt. Dieser Zusammenmix von mir als Malerei und der anderen Malerei, die ich auch anders male, wie Sie sie gemalt haben, also diese Spannung hat mich interessiert. Eine außergewöhnliche Auseinandersetzung mit der Kunstgeschichte von einem begnadeten Bildererzähler.